Hier auf dem Basler Marktplatz ist am 27. September 1691 der Johannes Fazio zusammen mit zwei weiteren hingerichtet worden. Der Dr. Fazio war ein berühmter Arzt, ein tüchtiger Mann. Eine Basler Strasse trägt heute noch seinen Namen. Er hat nämlich zwei Mädchen aus Witterswil, die zusammengewachsen waren, sogenannte siamesische Zwillinge, mit Surgical Wires, also mit chirurgischen Drähten, voneinander getrennt. Die Tat ist sogar in der englischen medizinischen Fachzeitschrift, im Lancet, es gibt die Publikation übrigens heute noch, gewürdigt worden. Der Fazio ist zusammen mit seinem Schwager Moses und dem Gerbermeister Johann Müller im Basler Rot gesessen. Die drei haben gegen die Korruption der alteingesessenen Rotsherren protestiert, wo sich immer wieder Ämter gegenseitig zugeschanzt haben. Der Henrik Petri, auch an ihn erinnert noch eine Basler Strasse, hat den medial, wie man heute sagen würde, den Protest unterstützt und eine Schmähschrift geschrieben. Basel gleich Babel, hat sie geheissen. Dafür hat man ihn als Meutmacher und Friedensstörer verurteilt. Der Fazio, der Moses und der Müller aber sind hier auf dem Marktplatz hingerichtet worden. Einfach, weil sie einen Skandal aufgedeckt haben. Heute ist man hier weniger streng. Am Tag vor seinem Tod, so da war der Sonntag, 27. September 1691, hat der Johann Müller noch in seinem Testament verlangt, dass mein lebendiger und toter Leib von dem Scharfrichter nicht berührt werde und solcher meiner armen, betrübten Wittib und meinen Kindern behändigt werde. Auch der Johannes Fazio ist recht stolz in den Tod gegangen. Fazio schritt einher, als ginge es zu einer Hochzeit. An der Überreaktion der alten Basler seien ihre Frauen die Schuld gewesen, hat es dann nachher geheissen. Diskret von Haus zu Haus hat darum die Regierung Boten geschickt, wo die Männer von der mehr besseren Familie gewarnt haben, die Basler Frauen sollen ihre Mäuler im Zaum halten. Eine von denen, die sich selbst mal besonders stark in die Basler Politik eingemischt hat und eine üble Ämterverteilungskorruption betrieben hat, ist die Frau Oberstzunftmeister Salome Burgert Schönauer gewesen. Sie ist noch im gleichen Jahr 1691 gestorben. Allerdings nicht auf dem Marktplatz Schafott, sondern daheim im Bett.